Liebe Leute, ich bin Otto Wilhelm Paul. Ich bin von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen und ich bin auch von der neuen Ein-Themen-Partei Bündnis Grundeinkommen. In unserem Aufruf zum heutigen Weltfriedenstag fordern wir keine 2% fürs Militär. Der Militäretat hat sich in den letzten Jahren ständig erhöht. Für 2017 waren ganze 37 Milliarden Euro eingeplant. Und es wird nicht weniger werden. Die Militärausgaben sollen sich weiter erhöhen auf satte 70 Milliarden Euro. Das ist wirklich sehr viel Geld für Waffen, für Panzer und ferngesteuerte Drohnen, Kasernen voller Soldaten, Übungsgelände voller Munition, Flugzeuge, die viel zu laut sind, Schiffe, die im Mittelmeer gegen Menschen auf der Flucht eingesetzt werden. 70 Milliarden Euro für noch mehr Waffen, noch mehr Soldaten und noch mehr Krieg. Wir sollen 70 Milliarden Euro verschwenden, um mit Gewalt und Zwang anderen Menschen zu schaden, um die Werte anderer zu vernichten. Wir sollen 70 Milliarden Euro ausgeben, damit andere ärmer werden. Ärmer an Land, ärmer an Ressourcen, ärmer an Freiheit, an Lebensmitteln und an Menschenleben. Ich habe da eine andere Idee. Wir sollten diese 70 Milliarden Euro nicht für Gewalt und Zwang ausgeben. Wir sollten uns nicht die Politik und die Menschen des 20. Jahrhunderts zum Vorbild machen. Wir sollten zeitgemäß, global, friedlich, freiheitlich und zwanglos denken. Und unseren Reichtum nicht gegen Menschen einsetzen, sondern für Menschen. Ich möchte mit diesen 70 Milliarden Euro Menschen freier machen, ihnen Sicherheit geben, ohne Zwang und Gewalt. Und dafür habe ich einen ganz konkreten Vorschlag. Lasst uns das Geld für die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens benutzen und nicht für die Armee. Mit 70 Milliarden Euro ist es möglich, allen Menschen in Deutschland einen knappen Monat etwa 1000 Euro zu bezahlen. Jedem, egal was er tut oder nicht tut, egal was sie ist oder nicht ist. Einfach so, weil wir es uns leisten können, gerade hier in diesem Land voller Überfluss, in einem Land, in dem die Autos wertvoller sind als die Menschen auf den Bürgersteigen. Weil jeder das gleiche Recht zu leben hat und man in einer kapitalistischen Gesellschaft ohne Geld nicht gut überleben kann. Ja, die Einwände dagegen sind mir schon oft angetragen worden. Die größte Frage ist die nach der Finanzierung. Wo soll das Geld herkommen? Eine andere ist die, ob wir dann alle zu Hause bleiben können und werden. Wie soll das alles funktionieren? Ja, für all diese Fragen haben wir hier auf dem Platz die Leute vom Bündnis Grundeinkommen, die euch weiterhelfen können. Oder mich, ihr könnt auch mich fragen. Ich bin gerne bereit, mit euch zu diskutieren darüber. Ich bin ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist für mich nur logisch, wenn ich ein Pazifist bin und jedes Leben gleich hoch schätze, dann muss ich auch jedem Menschen die Möglichkeit und Chance geben, in dieser Gesellschaft gut leben zu können. Gutes Leben ohne Zwang, Gewalt, ohne Zwang zur Arbeit, ohne Sanktionen, ohne Unterschied zwischen den Geschlechtern und Alter, sodass jeder und jede frei wird zu arbeiten und sei es seine Kinder liebevoll und abgesichert, ohne Angst zu erziehen. Dazu brauchen wir keine Armee, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen, um des Friedens willen.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensbewegte, ja, zum Weltfriedenstag grüße ich Sie und euch ganz, ganz herzlich und bringe natürlich die Grüße von den Menschen mit, von denen ich jetzt hier gesendet wurde. Das sind einerseits die Familien, das sind Familien in schwierigen Lebenssituationen, in Trennung, in Scheidung, das sind alleinerziehende Familien, das sind deren Kinder und natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Weil wir keinen Frieden haben. Obwohl wir uns ja alle danach sehnen und obwohl wir ja uns alle Frieden wünschen. Und unser Aufruf ist wirklich der: Lasst uns die Politik selber in die Hand nehmen. Kommt mit uns, setzen wir uns gemeinsam ein für Gerechtigkeit, damit es Frieden wird und wir in Freiheit leben können. Und egal an welcher Stelle ihr steht, setzt euch ein und lasst euch nicht irritieren. Lasst euch nicht abbringen von diesem Weg. Folgt eurem Gewissen, denn wir sind stark und wir werden es auch bleiben. Und wir haben Freundinnen und Freunde, Mitstreiterinnen und Wegbegleiter. Eltern, wir haben Kinder und wir wissen, kein Krieg und keine Aufrüstung, sondern nur die Gerechtigkeit schafft Frieden. Ja, danke, Brunhild Fischer. Und es wurde gerade gesagt, wir haben viele Mitstreiter, nicht nur national. Die Erhöhung der Militärausgaben droht also auch in anderen europäischen Ländern. In Frankreich zum Beispiel hat Präsident Macron, obwohl er sonst ja eine etwas Schmeichelpolitik betreibt und versucht, soziale Unruhen, Härte etwas wieder zu beruhigen, da kennt er auch keine Freunde bei der Erhöhung der Militärausgaben. Genauso sieht es aus in Italien. Deswegen freuen wir uns, dass wir Antonio jetzt hier bei uns haben vom internationalen Bündnis gegen den Rechtsruck der Regierung, der uns die italienische Sicht, die vielleicht auch eine deutsche sein könnte, hier schildert. Was bedeutet Krieg? Heute im 21. Jahrhundert werden Kriege mithilfe von Banken, Computern, Medien, Sanktionen, Ausbeutung und Verarmung der Völker, Farbrevolutionen, Flutwellen und durch Eingriffe in Natur und Umwelt geführt. Die Folgen resultieren dann in der Destabilisierung des Landes, seiner Wirtschaft, seiner Infrastruktur, seiner Landwirtschaft und der Gesellschaft. Hören wir jetzt Vorschläge von Harriet Schuber. Ich freue mich über die Aufgabe heute, hier zu dieser wichtigen Kundgebung auch meine Meinung sagen zu dürfen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Militärhaushalt um 12% erhöht werden soll, dann könnte man mit dem Geld was anderes machen. Wir haben vorhin jemanden gehört, der über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen hat. Eine 250.000 Bundesbürger könnte ein ganzes Jahr lang für dieses Geld, um das der Militärhaushalt aufgestockt wird, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro erhalten. Schulen sind ja ein heiß diskutiertes Thema, werden nächstes Jahr im Wahlkampf eine ziemlich große Rolle spielen, hier im Landeswahlkampf in Sachsen unter anderem. Bei den Hochschulen sieht es aber nicht viel besser aus. Deswegen hören wir jetzt eine Vertreterin des SDS. Aber nicht nur den Bildungseinrichtungen mangelt es an einer materiellen, ausreichenden Absicherung. Auch die Mehrheit der Studierenden selbst lernt, lebt und arbeitet in prekären Verhältnissen. Das ursprünglich von den 68ern erkämpfte BAföG muss die realen Kosten aller Studierenden decken. Und während man in Leipzig noch verhältnismäßig bezahlbaren Wohnraum findet, reicht es in den meisten anderen Unistädten das BAföG gerade so für die Miete. Außerdem belasten die Rückzahlungspflichten viele Absolventinnen. 2/3 aller Studierenden müssen neben dem Studium arbeiten, um weitere Kosten zu decken. Neben Miete, Essen oder Büchern für die Universität sind das zum Beispiel auch Semesterbeiträge, die jährlich steigen. Noch dazu erhebt die Universität Leipzig seit dem vergangenen Jahr wieder Langzeitstudiengebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester. Das erhöht nur umso mehr den Druck auf die Studierenden, die aufgrund eines Nebenjobs die Regelzeit überschreiten. Statt die Kosten für ein Studium immer weiter ins Private zu verlagern und so Menschen davon auszuschließen, muss die Politik die notwendigen Mittel bereitstellen. Das BAföG wurde als Vollzuschuss eingeführt und das gilt es wieder herzustellen. Wir fordern eine auskömmliche, elternunabhängige und rückzahlungsfreie Studienfinanzierung für alle, statt noch mehr Geld für Kriege in aller Welt. Wir fordern Bildung statt Bomben, Abrüsten statt Aufrüsten.